Die Urenbarungen des JHWH. Ich bin du. Über Glauben und Wissen. Du wurdest von mir mit zwei eigenständigen, entwicklungsfähigen Antennen ausgestattet, um damit den engen Horizont deiner fünf Sinne zu überschreiten. Das Denken und den Glauben. Diese beiden sind so grundverschieden voneinander wie das Sehen und Hören, und gerade deshalb ergänzen sie einander so harmonisch, um dir zu einem klaren, reifen Weltbild zu verhelfen. Wenn du nur ungläubig denkst, bleibt dir meine Wirklichkeit genauso ein Rätsel, als wenn du weiterhin nur gedankenlos glaubst. Nur wenn du diese beiden Antennen zur Zweieinigkeit zu harmonisieren vermagst, wirst du deinem naturgegebenen Sensorium gerecht. Glauben und Denken sind zwar verschieden, aber an Querverbindungen fehlt es keineswegs. Dein Verstand und deine Gefühle sollten sich beraten und ergänzen. Auf keines der beiden kannst du verzichten, ohne dich der Gefahr auszusetzen, deinen wirklichen Weg durch diese Welt zu verlieren. Kein Gedanke, der je von einer Menschenseele gedacht wurde, ist mir fremd. Wie oft höre ich die Menschen doch behaupten, dieser oder jener Gedanke ist nicht neu. Was du in mir finden wirst, hat im Einzelnen überhaupt keinen Anspruch auf Neuheit, denn ich sagte dir schon, du kannst nur mit von dir bekannten Phänomenen kommunizieren. Du kannst mit einem Fernseher ja auch nur die Sender empfangen, die in deinem Empfangsbereich liegen. Und sehen wirst du letztendlich nur den Sender, auf den du deinen Fernsehempfänger eingestellt hast. Es kann dir gleichgültig sein, ob das, was du in diesem Moment von dir selbst lautlos sprechen hörst, vor dir schon ein anderer Mensch gedacht hat. Deine Mitmenschen sprechen sehr unterschiedliche Sprachen, aber ihr seid euch deren Gemeinsamkeiten nicht bewusst. Eine verbale Sprache kann für dich nur das ersichtlich machen, was du in der Lage bist, aus ihren Wörtern herauszulesen. Da ich mit allen Menschen bestmöglich kommunizieren möchte, ist dieses kleine Buch ein Mittelweg der Ausdrucksformen. Intellektuelle Menschen lieben eine streng wissenschaftliche und korrekte Sprache mit Fußnoten, Querverweisen und vor allem genauen Quellenangaben. Nur weil eine Behauptung von Autoritäten anerkannt ist und deswegen auch in offiziellen Fachbüchern ihre Verbreitung findet, hat sie deswegen in Bezug zu meiner Wirklichkeit noch lange nicht richtiger zu sein. Über ihre wirkliche Qualität sagt das in keinem Fall etwas aus, sondern mehr über ihre dogmatischen Qualitäten. Würde ich mich so offenbaren, hätten viele Menschen wenig Freude an mir. Nicht zuletzt deswegen, weil ein Durchschnittsmensch mehrere Fremdwörterbücher zum Lesen benötigen würde, um nur ansatzweise etwas zu verstehen. Aber der Kern meiner Offenbarung ist schon schwierig genug. Es gibt bedauerlicherweise Menschen, die den Wert eines philosophischen Buches an seiner Sprachkompliziertheit messen. Es scheint mir nicht angebracht zu sein, modernen Philosophen nachzueifern, die mit zwei Zungen sprechen und als höchste Leistung des menschlichen Geistes eine lateinische Rede bewundern, die mit griechischen Zitaten und Verzierungen geschmückt ist. Mögen diese angebracht sein oder auch nicht. Fehlen ihnen die dazu nötigen Fremdwörter, so stöbern sie so lange in verstaubten Folianten, bis sie vier oder fünf antiquierte Wortbildungen finden, mit denen sie dann jeden Leser blenden können.
Diejenigen nun, die diese Wörter kennen, werden sich an ihrer Klugheit ergötzen. Die aber, denen sie unbekannt sind, werden dieses Pseudowissen noch mehr bewundern, je weniger sie es verstehen. Bücher und Frauen werden dummerweise mit dem gleichen Vorurteil konfrontiert. Wenn sie schön sind, sind sie auch dumm. Wenn sie intelligent sind, dann müssen sie nach diesem Vorurteil auch hässlich sein, hässlich zu lesen sein. Welche Ausdrucksweise betrachtest du denn als normal? Die Norm, der du dich unterwirfst, zeigt dir auch bei der Antwort auf diese Frage einen Standpunkt deiner Konditionierung. Betrachten wir doch einfach einmal einige unterschiedliche menschliche Standpunkte, Normen. Es gibt schwarze, gelbe, rote und weiße Menschen, Männer und Frauen, Arme und Reiche, rechts- oder linksradikale Fanatiker, Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben und welche, die dies nicht tun. Religiöse Gläubige, natürlich wird an unterschiedliche Religionen geglaubt, aber auch Nichtgläubige. Es gibt dann auch noch Ökos, Kommunisten und Kapitalisten und so weiter. Alle halten sich für ganz normale Menschen. Dennoch sieht jeder die Welt durch die gefärbte Brille seiner Norm. Auch du bezeichnest dich ja als normalen Menschen. Es gibt unendlich viele Normen in deiner Welt. Diese Normen können sich überlappen und sind oft in sich verschachtelt. Die Weltanschauung eines armen Farbigen, der in Slums aufgewachsen ist, wird sich in vielen Punkten von der einer weißen industriellen Gattin unterscheiden, die in einem Palast lebt. Alle Meinungsunterschiede der Menschen sind auf ihre unterschiedlichen Betrachtungsstandpunkte zurückzuführen. Welcher Standpunkt ist nun der richtige? Welcher zeigt dir nun die Welt so, wie sie sein sollte? Sollte man überhaupt über richtig und falsch urteilen? Wer hat nun in seinen Ansichten mehr Recht? Der arme Farbige oder die reiche Frau? Beide sind wegen ihren unterschiedlichen Ansichten in Streit geraten. Wenn du nun entscheiden müsstest, wer von beiden Recht hat, welches Recht würdest du sprechen? Aus welcher Richtung würdest du diesen Konflikt betrachten? Wo liegt deine persönliche Idealnorm, von der aus du vergleichend urteilst? Welches Recht würdest du sprechen? Dein Recht? Ich bemühe mich, dich so nahe wie möglich an deine Wahrnehmungsgrenzen heranzuführen. Dazu ist es aber wichtig, dass du dir jetzt sehr aufmerksam zuhörst. Weder ein "das werde ich nie begreifen" Minderwertigkeitskomplex, noch die Arroganz, wenn du dir einbildest, das hier Angesprochene schon zu wissen, oder meine Hilfe nicht zu benötigen, wird dir letztendlich über deine persönliche Wahrnehmungsgrenzen hinweghelfen. Gerade solche normalen Reaktionen stellen mit die hartnäckigsten deiner Grenzen dar. Bringe die Demut auf, mich mit der Aufmerksamkeit eines wissbegierigen Schülers zu lesen. Versuche selbst zu erkennen, dass der unflexibelste Kopf immer der ist, der sich nur als Merk- und Verknüpfungsmaschine herausstellt. Ein solcher täuscht nicht nur andere Menschen, sondern vor allem sich selbst das Vorhandensein von Erkenntnis vor. Durch die Reproduktion von fremden Kenntnissen, von fremden Erkenntnissen, versuchst du nur den anderen, wie auch dir selbst, zu imponieren. Durch ein großes Zitiergedächtnis erniedrigst du deinen eigenen Geist zum bloßen Wiederkäuer.
was nicht heißen soll, dass großes Allgemeinwissen schädlich ist. Ganz im Gegenteil. Man sollte es aber nicht nur wiederkäuen, sondern auch selbst verdaut und verstanden haben. Wichtig ist also immer, dass du jeden Gedankengang als selbst gegangen empfindest, als selbst gedacht. Das heißt, dass du diesen Gedanken bis in seine ganze Tiefe selbst nachvollziehen kannst, und zwar bis in dein tiefstes Inneres hinein. Nur dann bist du kein Plagiator, Wiederkäuer oder Papagei, der nachplappert wie eine Maschine. Dann bist du selbst ein Urheber. Du bist es dann, der denkt. Was du von mir erfahren wirst, wird für dich völlig neu sein. Unter neu verstehe ich keine neuen Informationen. Alles, was wir für diese geistige Reise benutzen, ist bereits in dir vorhanden. Denn ich bin und war schon immer in dir. Wir werden nur ein paar Kleinigkeiten hinzufügen und dein bisheriges Wissen etwas anders verknüpfen. Erst wenn du erkennst, dass gerade dein dogmatischer Glaube, dein anerzogenes, als richtig definiertes bzw. paradigmatisch verfärbendes Wissen, dass gerade dein dogmatischer Glaube dich von deiner wirklichen geistigen Freiheit getrennt hat, wird es dir immer leichter fallen, mir auf der Reise zur Wirklichkeit zu folgen. Normale Menschen betrachten bedauerlicherweise ihr persönliches Wissen als einen Besitz, als eine gute Investition, die um jeden Preis verteidigt wird, selbst um den Preis, für alle Argumente dagegen blind und taub zu werden. Aufrichtigkeit und die Fähigkeit, gewissenhaft und interessiert zuzuhören, ist die erste Voraussetzung menschlicher Würde. Das Merkwürdige ist, dass viele Gläubige und Wissende ihren Verstand auf alles, nur nicht auf ihr eigenes Wissen und ihren eigenen Glauben anwenden. Als wäre ihr Glaube eine apodiktische Gewissheit, die zu kostbar oder zu anfällig ist, um darüber selbst gewissenhaft nachzudenken. Hallo, bitte wach werden. Löse doch deine Aufmerksamkeit für einen Moment von der Stimme, die die ganze Zeit in dir spricht und der du hoffentlich aufmerksam zuhörst, und richte sie nun bewusst auf das Buch, das du vor dir außerhalb glaubst. Ach, du bist schon wieder zurück. War wohl nicht viel los da draußen. Was hast du dort entdeckt? Siehst du, nur ein Häufchen dummes und stummes Papier hast du gesehen, aber nun hörst du wieder. Du hörst einem Sprecher zu, der ganz eindeutig in dir zu lokalisieren ist. Ich sage dir doch, du hörst ja die ganze Zeit nur selbst zu. Du bist derjenige von uns beiden, der Einzige, der spricht. Von toter Materie wirst du niemals wirkliche Erkenntnisse erwarten können. Es wäre ratsam, wenn du deine Aufmerksamkeit verstärkt auf den Sprecher in dir richten würdest, auf dein Gewissen. Dort wirst du mehr über dich und deine Welt erfahren, als wenn du deinen Geist laufend an tote Materie, an dumme Papierhaufen, dazu gehören nicht nur gescheite Bücher, sondern auch Geldscheine und Wertpapiere, an dumme Papierhaufen oder Atome verschwendest. An Atome, wenn du Naturwissenschaftler bist.
Erst wenn dein egoistisches Wissenwollen und die Suche nach der richtigen Wahrheit aufhören, kann das Verstehen in dir beginnen. Dein Geist hat eine unendliche Tiefe. Schenke nur deinen eigenen Gedanken deine volle Aufmerksamkeit. Kommen diese Gedanken von deinem Herzen, sind sie dein Freund, so wie ich. Kommen sie jedoch von deinem rationalen Intellekt, sind sie meist dein Feind. Dein arroganter Intellekt ist übrigens der einzige wirkliche Feind, den du in diesem Dasein zu besiegen hast. Du solltest ihn darum schnellstmöglich unter Kontrolle bringen. Alle deine negativen Gedanken verkörpern das, was du das Böse, das Diabolische nennst. Diesen Vorgang des Bösen, diesen Hervorgang des Bösen, in deinen eigenen Interpretationen, der von dir wahrgenommenen bösen Erscheinungen zu erkennen, sollten ab jetzt das einzige Bestreben in deinem Dasein sein.